Ich bin ein sehr beschäftigter Mann, Mr. Gibson. Ich habe weder Zeit noch Lust auf fruchtlose Konversationen. Ich wünsche einen guten Morgen. Was zum Teufel meinen Sie damit, Mr. Holmes? Lehnen Sie meinen Fall ab? Nein, Mr. Gibson, ich lehne speziell Sie ab. Dieser Fall ist so schon kompliziert, ich brauche keine Erschwernisse durch falsche Informationen. Meinen Sie etwa, ich lüge? Ich habe versucht, dieses Wort nicht zu verwenden, aber wenn Sie es denn äußern, werde ich davon absehen, Ihnen zu widersprechen. Beherrschen Sie sich, Mr. Gibson. Streit nach dem Frühstück ist immer sehr unangenehm. Gehen Sie ein wenig Luft schnappen und denken Sie in Ruhe nach. Das dürfte Ihnen gut tun. Ich habe schon stärkere gebrochen, Mr. Holmes. Niemand legt sich mit mir an und kommt ungeschoren davon. Das haben schon viele gesagt. Ich sitze hier trotzdem. Ach, Watson, er wird noch sehr viel zu lernen haben.